Zeiten der Klimakrise kommt die Atomindustrie um die Ecke und versucht, Atomkraft als Teil der Lösung für die Klimakrise zu verkaufen. Das ist natürlich völliger Unsinn. Selbst wenn man annimmt, es wird schon kein Unfall passieren. Selbst wenn es ein Endlager gäbe für den hochradioaktiven Müll. Selbst wenn die der Uranabbau und die Brennstoffherstellung ohne Umweltbelastungen vor sich gingen. Atomstrom ist die teuerste Art, Wasser heiß zu machen. Dazu kommt, bis so ein Reaktor gebaut ist, dauert es im Schnitt mehr als 10 Jahre. Das kommt viel zu spät, damit wir unsere Klimaziele noch erreichen können. Deshalb, Erneuerbare sind die Lösung zur Klimakrise.